Ciao a tutti! Heute machen wir mal ein richtig einfaches Rezept, bei dem ihr allerdings so ein bisschen ausdauernd sein müsst. Das sage ich jetzt hier schon mal vorweg. Wir machen ein Pesto alla Genovese, ein Klassiker aus Ligurien, passt perfekt zu Pasta. Also Leute, freut euch drauf! Es wird richtig gut! Es ist keine Schande, Leute, wenn ihr irgendwie einen Pürierstab oder einen Mixer für euer Pesto nehmt. Wir machen es heute allerdings auf die sehr klassische Methode mit Mörser, denn Elisa, meine liebreizende Kamerafrau, hat mir heute folgenden Satz mit auf den Weg gegeben. Wäre es einfach, würden es alle machen. Genau. Und schließlich ist Kochen ja auch ein Handwerk. Aber was brauchen wir dafür? Wir haben hier wirklich nur wenige leckere Zutaten. Wir haben Basilikum, wir haben zwei Käsesorten mit Parmigiano und Pecorino, wir haben Pinienkerne, grobes Meersalz, Knoblauch und Olivenöl. Jetzt geht's ans Machen und weißt du was, Lisa, weil ich sonst immer so ein Laberkopf bin, heute gehen wir wirklich direkt ans Eingemachte. Wir fangen einfach an mit der Knoblauchzehe und wir geben natürlich auch erstmal schon mal einen Teil von dem Salz dazu. Und jetzt, liebe Leute, wird gestampft. So, und wenn es in etwa diese Konsistenz hier hat, dann geht's weiter. Wie geht's genau weiter? Mit unseren Basilikumblättern. Ganz wichtig, wascht die Blätter nicht, sondern tupft sie so ein bisschen sauber. Und das ist eigentlich auch wirklich schon die wichtigste Zutat für ein echtes Pesto alla Genovese. Blätter sind drin und auch hier wieder ein bisschen von dem groben Meersalz dazu. Eigentlich so ziemlich fast genau den ganzen Rest, der noch übrig geblieben ist. Und wir fangen schon mal an, wieder ein bisschen zu stampfen hier. Ab jetzt wird es dann halt auch ein bisschen Arbeit. Aber es wird sich lohnen. Geil, geil, geil! Kochen ist ja auch immer so dafür da, dass man Dinge erweitert oder so macht, wie man es selber mag. Es gibt durchaus Leute, die würden die Pinienkerne jetzt erst anrösten. Wir machen den Klassiker, deshalb ganz normale Pinienkerne rein. So. Und jetzt wird weiter gestampft, hä? Was habe ich euch am Anfang gesagt? Wir nehmen Parmigiano und Pecorino, ungefähr doppelt so viel Parmesan wie den Pecorino. Und den geben wir jetzt nach und nach einfach so ein bisschen dazu. Und dann auch noch mal so ein bisschen Olivenöl. Also wirklich nur ein Müh währenddessen immer so rein. Am Ende kommt dann noch mal ein etwas größerer Tropfenschluck oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das heißt, ohne Problem ist das in etwa gleich die Menge, mit der sich zwei Leute eine sehr leckere Portion Pasta machen können. Oder ihr nehmt es halt einfach irgendwie für Grissini zum Dippen oder irgendwie für ein leckeres Brot. Also auch dafür ist das sehr empfehlenswert. So, was habe ich gesagt? Was tun wir am Ende noch ein bisschen intensiver rein? Olio di Oliva. Hier habe ich mein Fläschchen. Und rein damit. Wollt ihr es irgendwie verwahren, nehmt ihr euch so ein Wegglas, deckt dann halt die obere, also oben das den Rand mit Olivenöl ab. Dann hält sich das auch locker 2, 3, 4 Tage im Kühlschrank. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, wenn ich so ein Ding frisch mache, habe ich es noch nie geschafft, dass sich das Ding auch irgendwie dann länger als eine Stunde gehalten hat. Deshalb macht ihr nur eine kleine Menge, esst es wahrscheinlich eh direkt auf. Macht ihr eine große, habt ihr ja eine halbe Woche Spaß, wenn ihr es dann irgendwie abgedeckt im Kühlschrank habt. Dann haben wir jetzt hier die ganze gemörserte Masse. Das ist jetzt alles zusammen. Und was machen wir hier natürlich noch? Ein bisschen gutes Olivenöl dazu. Einfach lecker und jetzt auch fertig unser Pesto alla Genovese. So, fast schon ein bisschen süß, wenn ich dieses Schüsselchen hier in meiner Hand halte. Aber ich kann euch eins versprechen. Das Ding ist richtig lecker, kocht es also wirklich gerne nach. Noch wichtiger, abonniert den Kanal, vor allen Dingen die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein hier hochgeladenes Video. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben, über Kommentare natürlich auch. Und ansonsten Leute, reingehauen und ciao.